Faszination Jelly Plate. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Brigida von Kleeblatt Creations. Und heute Jelly Plate, Kugelschreiber und Alkoholmarker. Auf einem schweren Papier 300 Gramm. Das ist Aquarellpapier. Ich nutze aber die Rückseite von diesem Papier, diese glatte Seite, zeichne ich mir einfach mit Bleistift ein paar Blumen. Also richtig eine einfache, schnelle Skizze. Wenn ich mit der Skizze zufrieden bin, zeichne ich die Konturen mit einem Kugelschreiber nach, und zwar mit einem sehr festen Druck. Der Kugelschreiber muss in den Papieren so richtig Rillen reindrücken. Ich könnte auch einen Kugelschreiber nehmen, der nicht mehr schreibt. Ist natürlich einfacher, wenn man das Bild auch dann noch sieht. Aber das muss hier richtig mit möglichst festem Druck gezeichnet werden. Dort, wo der Kugelschreiber jetzt das Papier eindrückt, dort wird später die Farbe auf der Jellyplate bleiben. Ich fahre die Linien öfter mal nach. So, fertig. Und wenn ich mit den Fingern jetzt über die Zeichnung fahre, dann kann ich das richtig füllen. Und jetzt kümmere ich mich um den Hintergrund. Passend zu Blumen möchte ich diesen Hintergrund etwas bunt, fröhlich haben. Und deswegen werde ich einige Farben schichten. Ich mache das so, dass ich eine Farbe ausrolle, also eine Schicht Farbe ausrolle, warte ein bisschen, bis das antrocknet, und dann nehme ich mit einem anderen Stück Papier, nicht dort, wo ich das drucken werde, die Farbe ab. Jetzt mache ich das hier mit diesem Grün. Ich habe die Farbe dünn ausgerollt, warte ich ein bisschen, bis das antrocknet, und dann nehme ich die quasi überschüssige Farbe ab. Ich mache das mit jeder Schicht Farbe so, und dann entstehen so Lasurschichten von verschiedenen Farben, die dann übereinander gelagert sind. Und wenn man sich anguckt, dieses Papier, wo ich das dann abziehe, das sieht auch schon ganz schön aus, und das kann man dann auch für was anderes nutzen. Wenn ich dann genug Schichten aufgebaut habe, dann lasse ich das ganz durchtrocknen, und es kommt die letzte Schicht, die jetzt den ganzen Hintergrund von der Jellyplate abzieht. Und hier nehme ich jetzt ein sauberes Stück Karton, das ist auch Aquarellpapier, 300 Gramm. Dieser Strich, der dann durch das Blatt geht, das war vorher noch auf der Jellyplate, aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Hier schwarze Farbe, den ausrollen wie beim Transfer, also eine gleichmäßige, dünne Schicht Farbe. Und
Und hier kommt jetzt unsere Zeichnung zum Einsatz. Das Blatt Papier nicht zu sehr aufdrücken, aber der Druck, ja, muss genug sein, um die Farbe von der Platte abzuziehen und nur das, wo die Rillen waren von diesem Bleistift, übrig bleibt. Zum Abziehen von diesem Bild nutze ich Matte Medium, also Matte Gel, den ausrollen auf das trockene Zeichnung natürlich, aber die Farbe ist dann so wenig, dass es eigentlich ganz schnell immer trocknet. Und das wird jetzt auf unseren Hintergrund gedruckt. Und tada, haben wir hier unser Bild. Und dieser Abdruck und auch diese Übertragung sind echt total schön geworden. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich möchte die Blumen nochmal drucken. Und zwar auf diesem Papier, wo ich die Farbe immer abgezogen habe. Und hier nutze ich dann das nochmal. Die Farbe aber auf diesen Abzug, auf diesen Druck, wenn das nochmal genutzt wird, muss trocken sein. Und man sieht, das hat gut abgedruckt, ist ein bisschen heller, aber im Endeffekt hat es gut abgedruckt. Da habe ich noch einige Stellen, wo die Farbe nicht richtig abgegangen ist, das habe ich mit dem Masking Tape abgenommen. Die Blumen bemale ich hier jetzt auf der Jelly Plate, auch so in hellen Farben, weil der Hintergrund da so aquarellmäßig, pastellmäßige Farben hat. Ja, bisschen experimentieren, schauen, was daraus wird. Und das ist jetzt hier der fertige Druck. Man sieht, die Linien sind nicht so gut abgedruckt wie bei dem ersten Vorgang. Aber da kann man sich etwas verhelfen und mit so einem dünnen Funliner das etwas nachzeichnen. Und so kann man auch nutzen, diese Papiere, wo man dann die Farbe abzieht. Und ich finde, das hat auch was. Also ich finde das schön. Es ist sehr pastellig, sehr so, wie gesagt, schon fast wie Aquarellen. Mag ich auch. Und so kann man auch mit einer Zeichnung eigentlich verschiedene Drucke machen, also verschiedenen Stil haben. Das auf der linken Seite könnte ich eigentlich auch so schon lassen. Aber ich nutze hier Alkoholmarker, um die Blumen etwas hervorzuheben, denn etwas Farbe zu geben. Die Alkoholmarker sind dünn, also die geben auch so eine Lasurschicht obendrauf, sodass man darunter immer noch die Struktur von dem Jelly Plate Druck sieht. Ein sehr schönes Effekt.
Und mit dieser einmal angefertigten Zeichnung von diesen Blumen habe ich jetzt zwei verschiedene Drucke angefertigt. Und diese Zeichnung, diese angefertigte Woche von diesen Blumen, könnt ihr öfter mal benutzen, wenn der Druck dann schwächer, also der Druck von den Linien schwächer sein sollte, kann man die Linien mit dem Kugelschreiber einfach wieder mal etwas nachfahren, diese Rillen, sag ich so, etwas vertiefen. Ja, und dann kann man das öfter mal nutzen. Ein Buchseitentransfer, das ist noch eine Zugabe zu diesem Bild, mit, wo ich das mit Alkoholmarker ausgemalt habe. Ich finde, das wird sich unten sehr gut machen. Sehen wir gleich. So, und das passt hier total schön. Klasse Bild. Und hier jetzt etwas anderes. Bisschen schwieriger, wenn es um die Zeichnung geht. Eine Lampe, eine Straßenlaterne. Ich vorbereite jetzt den Hintergrund für die Straßenlaterne. Diese Aufbau der Schichten, also diese Technik, mache ich so wie bei diesem ersten Bild. Also ich rolle die Farbe aus, lasse das ein bisschen antrocknen, nehme ich das meiste, das Überschüssige weg, sodass das nur so dünne Lasuren bleiben, die dann drauf geschichtet werden. Von dem Aufbau selber mache ich das so, dass das zu der Straßenlaterne passt. Also mache ich das ringsherum, innen, dass das so gelblich wird, dann ein bisschen ins Orange-Rote geht und ringsherum so blau, dass das so ein bisschen der Straßenlaterne so eine Atmosphäre gibt von so, ja, leuchtenden Laterne.
Das hier ist jetzt die letzte Schichtfarbe, mit der wird dann alles eben abgezogen. Ich habe mir vorgenommen, meine Drucke in ein Buch zu sammeln. Und das ist der erste Versuch, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Das ist so ein Mixed Media Buch. Also Buch wie Mixed Media. Und ich habe mir gedacht, das eignet sich dazu gut. Will ausprobieren. Und der Druck, der Hintergrund ist klasse, gefällt mir sehr. Was mir nicht gefällt, ist, dass ich das etwas schief abgedruckt habe. Ich glaube, das muss ich noch ein bisschen üben. Und dann drucken wir jetzt die Zeichnung der Straßenlaterne ab. Und das ist eigentlich sehr gut geworden. Auf der rechten Seite habe ich dann bisschen zu sehr gedrückt, bisschen zu sehr gerubbelt und die Linien sind bisschen schwächer, aber sonst ist der Druck gut. Ja, ich nehme diese wie in dem vorherigen mit dem Matte Medium das ab und übertrage so auf den Hintergrund. Und sehr gut geworden. Die eine Seite ist ein bisschen schwächer, die eine Kante. Aber da kann man eventuell mit so einem Funliner ein bisschen nachzeichnen. Der Hintergrund ist wirklich klasse geworden, gefällt mir sehr. So diese Atmosphäre von so einer nebligen Straßenlaterne. Und auch hier nutze ich den Alkoholmarker. Ich habe hier ein bisschen übersprungen, damit ihr nicht die ganze Zeit zu sehen muss, wie ich das ausmale. Ich zeige euch hier nur die letzten Striche. Das ist bei diesem Alkoholmarker, das ist so ein Verblender, was ich jetzt hier habe, damit keine scharfen Kanten zwischen den Farben entstehen. So, und so ist das dann fertig. Jedenfalls das mit dem Marker. Mir ist aber hier oben so ein bisschen die Aufhängung schief geraten. Und deswegen nutze ich den Feinliner hier, um die Lampe so ein bisschen gerade zu rücken. Und was mir hier noch nicht gefällt, ist, dass mein erster Druck in diesem Buch noch völlig schief ist. Also wurde die Seite kurzerhand ausgerissen. Hier übertrage ich auch, also Buchseitentransfer. Also ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich finde diesen Druck extra klasse. Und da hätten wir, das ist der eher weniger aufwendige Druck, auch der zweite Druck von diesen Blumen auf diesem Hintergrund, wo ich nur die Farbe abgezogen habe. Hier haben wir jetzt die zwei eigentlichen Drucke mit Alkoholmarker gefärbt. Ich finde die wirklich gelungen. Schön, dass du da warst. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.